Viele Kommentatoren sind überaus skeptisch, was die Aktienmärkte angeht. Sind das die heisigen Investoren ebenfalls? Die Antwort auf diese Frage, die bekommen Sie gleich. Hallo Joachim, Deutsche Aktien haben gemessen am DAX, noch ein bisschen nachgelegt seit vergangenen Mittwoch. Und zumindest die professionellen Investoren sind mitgezogen. Wie erklärst du diesen Wandel? Denn vorher waren sie ja eher auf der Shortseite zu finden. Ja, in der Tat, Edda, man könnte meinen, dass so ein Wochenplus von 0,8 Prozent Pessimisten nicht aus dem Sattel heben würde. Aber es ist eben diese Stetigkeit, die der DAX nach oben geht. Wir sind viermal nach oben gegangen, genau genommen dreimal hintereinander nach oben gegangen. Einmal sind wir gleich geblieben im DAX. Und das hat dann hier doch beim einen oder anderen Akteur zum Nachdenken geführt. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index, die Grafik zeigt es, der geht hier um 16 Punkte nach oben auf einen neuen Stand von plus 13. Und da gab es deutliche Verschiebungen. 75 Prozent, etwas mehr als 75 Prozent der ehemaligen Pessimisten sind sogar direkt auf die Bullenseite gegangen, haben also ihre Position von Short auf Long gedreht. Wir sind allerdings nicht auf dem Jahreshoch im Optimismus, sondern wir hatten vor drei Wochen sogar noch ein höheres Hoch gehabt. Aber so gesehen ist es eines der stimmungsmäßig positiven Ereignisse dieses Jahres, ganz im Gegensatz zu dem, was wir momentan zu hören bekommen, Wachstumssorgen, Taiwan China Krise oder noch nicht Krise, aber die Spannung zumindest um China und Taiwan, dann auf der anderen Seite die beginnende Berichtssaison am kommenden Wochenende, alles Dinge, die eigentlich eher die Kommentatoren zumindest zum Nachdenken gebracht haben. Anders die privaten Anleger, die sind zumindest mit kleineren Schritten in die andere Richtung gegangen. Woher kommt auf einmal diese Skepsis bei dieser Anlegergruppe? Ja, Eda, es ist äh, tatsächlich so, dass die Privatanleger ein bisschen die Nase vorn gehabt haben gegenüber den institutionellen Investoren. Die waren nämlich vorher über, ähm, also leicht positiv gestimmt gewesen. Der Börse Frankfurt-Sentiment-Index der Vorwoche, der war bei plus 10. Das heißt also, wir haben eine optimistische Mehrheit gehabt. Die ist jetzt geschrumpft, die ist zurückgegangen. Um sieben Punkte auf einen neuen Stand von plus drei. Da gab es also Gewinnmitnahmen, weil man eben entsprechend positioniert war. Und auch hier sind die Privatanleger so ein bisschen direkt sogar auf die Short-Seite gegangen. Das sind vielleicht drei, vier Prozent aller Befragten gewesen, die hier ihre Position rumgedreht haben. Da kamen vielleicht noch ein paar neutral gestimmte Investoren äh, dazu, die also dafür gesorgt haben, zumindest, dass die Stimmung bei den Privatanlegern nicht mehr so toll ist wie vorher. Was erwartest du für die kommenden Tage? Siehst du noch Luft nach oben, trotz der ganzen skeptischen Kommentatorinnen und Kommentatoren an der Seite? Ja, es ist so gesehen, kann man natürlich, kann man natürlich sagen, dass die institutionellen Investoren zu, zu, zu genug gehabt haben vom Pessimismus und ganz einfach nicht mehr weiter durchhalten wollten. Dass sie jetzt auf die positive Seite gegangen sind, heißt hier nicht, dass wir, dass wir es mit Euphorie zu tun haben, sondern im Prinzip mit ein bisschen Optimismus. Denn wir sehen ja auch auf Sicht von drei und sechs Monaten, dass wir ja grundsätzlich längerfristig eine negative Stimmung bei den Investoren, eine negative Grundhaltung, aber man hat im Prinzip sich gesagt, na ja, gut, wenn der DAX immer noch ein Stückchen nach oben geht, wird das für mich immer teurer, das heißt auf der anderen Seite Belastung für den DAX, denn diejenigen, die hier auf der Bullenseite sind, dann permanent konfrontiert werden mit negativen Kommentaren. Die werden das natürlich nicht allzu lange durchhalten. Die werden sich also bereits bei kleineren Gewinnen bereits wieder als Abgeber zeigen. Ich schätze mal spätestens im Bereich von 16.000. An der Unterseite sind wir schlecht unterstützt. Wir haben keinen kritischen Optimismus, aber wir haben einen Optimismus, der eben die Nachfrage ein bisschen an der Unterseite ausgedünnt hat. Das heißt also, wenn wir hier unterhalb von 15.330, 15.380 gehen sollten, sind wir schlechter als vorher unterstützt. Das ist die Situation, also unterm Strich eine Belastung für den DAX. Danke dir für deine Einschätzung. Gerne.